Seit einem Jahr entsteht im Nordschwarzwald Baden-Württembergs erster Nationalpark, ein Lebensraum für bedrohte Tiere und seltene Pflanzen. In dem 10x10 Kilometer großen Schutzgebiet zwischen Bühl und Baiersbronn wird die Natur sich selbst überlassen. So soll wieder ein Urwald wachsen. Wir waren mit den Rangern dort unterwegs. Zu jeder Jahreszeit sind die Ranger Urs Reif und Heidrun Zeus im Nationalpark Schwarzwald unterwegs. Ihr Job ist es vor allem darauf zu achten, dass sich die Natur so ungestört wie möglich entwickeln kann. Seit mehr als 100 Jahren wurde dieses Waldstück sich selbst überlassen. Immer wieder sieht man hier umgefallene Bäume, die über Wanderwegen liegen. Erst in vielen Jahren werden sie zerfallen sein. Die morschen Bäume kontrollieren die Ranger regelmäßig. Heidrun Zeus misst mit einer Sonde die Restholzstärke. Die Auskunft darüber gibt, wie stabil er noch ist. Das sieht noch gut aus. Weil wir jetzt hier in der Nähe von so einem viel genutzten Wanderweg sind, ist das einfach ein wichtiges Thema. Man sieht ja im Umfeld, wie viele von diesen stehenden Totholzbäumen hier sind, dass die eben auch noch verkehrssicher sind und man hier mit entsprechend hoher Sicherheit durchgehen kann. Patrick Stader ist ebenfalls Nationalpark-Ranger und führt heute eine Besuchergruppe, die die wilde Schönheit des Schwarzwalds selbst erleben will. Wir befinden uns jetzt am Wilden See. Das gesamte Tal ist jetzt Nationalpark. Wir haben dieses Jahr 30% der Fläche jetzt schon ausgewiesen, ein bisschen mehr als 30%, wo jetzt schon die Natur sich nicht mehr oder wo die Natur sich selbst entwickeln darf, wo wir nicht mehr eingreifen. Der Bannwald zieht sich hier wie so ein Auge drings rum. Sie sehen das auch an den teilweise abgestorbenen Strukturen. Auf rund 800 Metern Höhe kann sich die Natur also ungestört entwickeln. Ja, ich finde es toll, dass man sowas mal wieder der Natur überlässt. Ja? Dass man mal wieder sieht, wie es wirklich ausgesehen hat früher, ja, und nicht so kultiviert. Ja? Ich finde diese Wanderung mit dem Ranger sehr interessant. Man lernt immer Neues dazu, über den Auerhahn, über die Tiere, über die Landschaft. Natur, Natur sein lassen. Das ist das Schönste, was es gibt. Und ich glaube, wir brauchen solche Zonen zum Erhalt unserer Tierwelt, der Artenvielfalt für alles. Rangerin Heidrun Zeus und ihr Kollege sind währenddessen auf Kontrollgang, halten nach Auerhühnern Ausschau. Schauen wir mal hier nach Losung. Oh ja, da liegt noch alte Auerhuhnlosung vom Winter. Das ist Kot vom Auerhuhn. Das heißt, er hat hier voraussichtlich geschlafen. Das ist eine Kiefer, die werden sehr gerne als Schlafbäume genutzt. Das heißt, ich vermute, der Hahn saß hier oben auf dem Ast und hat natürlich dann auch seinen Kot hier verloren. Wenn man das ein bisschen näher anschaut, dann sieht man, und es auseinanderbricht, dann kann man sehen, dass das vom Winter ist. Es sind relativ oder sehr, sehr viele Latschenkiefernnadeln. Und im Winter muss so ein Auerhahn bis zu 400 Gramm von diesen Nadeln zu sich nehmen, weil die einfach auch so energiearm sind, dass da einfach eine ganz hohe Menge eigentlich dann schon mal verspeist werden muss, um den entsprechenden Energiehaushalt am Laufen zu halten. Der Fundort wird kartiert und später für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Dann hier zum Wildseeblick. Auerhähne sind selten und scheu. In den Sommermonaten ernähren sie sich von Heidelbeeren. Im Nationalpark Schwarzwald finden sie ideale Lebensräume. Fichten und Tannen kommen am häufigsten im Nationalpark vor. Dieser liegt in einer der regenreichsten Gegenden Deutschlands, eine Wohltat für die Natur. Auf ihrem Rundgang stoßen die Ranger immer wieder auf beeindruckende Wurzelteller. Sie dienen als Lebensraum für Insekten und Pilze. Perfekt, rotrandiger Baumschwamm, ist auch ein holzzersetzender Pilz. Und auch eine sehr häufige Art bei uns. Ja. Die Ranger werden auch weiterhin dafür sorgen, dass sich sowohl die Besucher als auch die Pflanzen und Tiere wohlfühlen.